In der dritten Stufe meines Experiments probiere ich Doping aus der Natur. Die Rede ist von Microdosing mit psychedelischen Pilzen. Microdosing, das heißt nichts anderes als Drogen in kleiner Dosierung zu sich zu nehmen. In Deutschland und auch in den USA ist das verboten, aber in Amerika haben einige Bundesstaaten das Microdosing zumindest entkriminalisiert. Das liegt auch an aktuellen Forschungsprojekten, die mit Psychedelika eine vielversprechende Alternative für die Behandlung von Depressionen auf den Markt bringen wollen. Doch welchen Effekt kann diese Art von Doping auf den Alltag haben? Pille zu biegen gegen Depressionen, auch bei schweren Fällen. Wenn Mama zu Zauberpilzen und LSD greift, kann Microdosing der Psyche helfen. Illegal, aber im Trend. Der Trend der Mikrodosierung von Drogen kommt aus dem Silicon Valley bei San Francisco. Erstmals berichten Mitarbeiter der großen Tech-Firmen 2015 über ihre Erfahrungen mit dem psychoaktiven Psilocybin in minimalen Dosierungen, um ihre Leistung zu steigern. Der Wirkstoff dockt im Gehirn an den 5-HT2A-Rezeptoren an und soll dort alte neuronale Netzwerke auflösen und so neue Verbindungen schaffen. Das kann die Kreativität und Denkleistung steigern. Um mehr über das Doping mit Pilzen zu erfahren, reise ich nach Denver, Colorado. Der Bundesstaat gilt als besonders liberal. Hier wurde Cannabis zuerst legalisiert und auch das Microdosing ist hier zumindest toleriert. Zwar darf man die Substanzen nicht verkaufen, aber selbst anbauen, besitzen und konsumieren. Wie wird Microdosing auf mich wirken? Können wir die Effekte auf Gehirn und Körper mit unseren Tests nachweisen? Ich bin mittlerweile wieder grippefrei und reise von Colorado nach San Francisco. Hier sind die psychedelischen Pilze offiziell zwar noch illegal, aber de facto entkriminalisiert. Überall in der Stadt hängen Werbezettel. Wo man die Magic Mushrooms bekommt, ist ein sehr offenes Geheimnis. Zum Beispiel hier in Professor Siegels Smart Shop. Hi Ben. Nice to meet you. Nice to meet you. Benjamin Menden hat den Laden 2022 eröffnet. Der erste Smart Shop der USA nach niederländischem Vorbild. What is it? Alles in diesem vorderen Teil unseres Ladens sind unregulierte Pflanzen, eine Grauzone. Einige Dinge können wir dir als Künstlerbedarf verkaufen, aber wenn du sie konsumieren würdest, wäre das illegal. Okay. Benjamin Menden, aka Professor Siegel, nutzt rechtliche Schlupflöcher. Offiziell verkauft er seine Produkte mit dem Hinweis, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Okay, also was ist der Unterschied zwischen den legalen Sachen und der illegalen Microdosis? Das ist doch auch nur eine Art Microdosing hier. Hier in San Francisco und in einigen anderen Städten Kaliforniens haben sie begonnen, Pflanzen zu entkriminalisieren, die früher illegal waren. Hier ist es also viel schlimmer, wenn jemand bei Rot über die Straße geht, als dass er versucht, sein Bewusstsein zu beeinflussen. Okay, und damit wir auch die Psilocybin-Produkte verkaufen können, haben wir eine Kirche gegründet. Richtig gehört. Im Hinterzimmer hat Benjamin eine private Kirche eingerichtet. Er beruft sich damit auf die Religionsfreiheit in der Verfassung, die Zeremonien mit illegalen Drogen für spirituelle Zwecke erlaubt. Eine Grauzone. Der nächste Morgen. Heute werde ich meine erste Dosis Pilze nehmen, um die Wirkung des Microdosings am eigenen Körper zu erleben. Ich bin auf dem Weg von San Francisco nach Oakland. Hier bin ich mit Paul Austin verabredet. Er gilt in der Szene als eine Art Pilzpapst, hat mehr als 75 Länder bereist und kämpft für die Legalisierung von Psychedelika. So,
Ich habe schon meine eigenen Erfahrungen gemacht mit höheren Dosen. Ich habe vor ein paar Jahren LSD und Ayahuasca ausprobiert. Und da hatte ich wirklich 4, 5, 6 Stunden lange Trips. Gibt es eine Ähnlichkeit zwischen diesen Erlebnissen und meinen bevorstehenden Erfahrungen mit Microdosing? Nicht unbedingt. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei höheren Dosen von Psychedelika ist die Wirkung viel stärker. Das erfordert Vorbereitung und das, was wir Set und Setting nennen. Das bedeutet, dass du eine wirklich sichere Umgebung brauchst und idealerweise einen Coach oder Therapeuten, der bei dir ist. Microdosing ist eher so, als würde man den Regler ganz runterdrehen. Es ist viel subtiler, viel ruhiger. Einige Leute spüren es ein wenig, aber es ist unterhalb der Rauschwirkung. Du kannst deinen Alltag ganz normal weiterleben. Es ist also wirklich eine ganz andere Erfahrung, wenn man diese hohen Dosen, die therapeutischen Makrodosen, mit den Microdosing-Protokollen vergleicht. Gleich werde ich meine erste Dosis Pilze schlucken. Doch vorher muss ich erst mal wieder die inzwischen gewohnte Prozedur über mich ergehen lassen. EEG-Haube auf, verkabeln und dann wieder die kognitiven Leistungstests. So lässt sich messen, welche Wirkung die Pilze auf mein Gehirn haben. So, das war jetzt ganz okay. Und jetzt bin ich gespannt, ob da wirklich eine Verbesserung entsteht, wenn ich jetzt mikrodosiere. Wobei wir gelernt haben, es gibt unterschiedliche Wirkungen bei unterschiedlichen Pilzen. Ich versuche Psilocybin, das heißt, ich sollte eigentlich dann in einer Stunde oder anderthalb Stunden sehr viel konzentrierter, fokussierter sein. Paul Austin führt mich raus in die Natur. Ein Spaziergang und die ruhige Atmosphäre sollen die Wirkung der Pilze unterstützen. So, ich habe etwas mitgebracht. Denn wenn du mir diese Microdosing-Pillen geben würdest, wäre das illegal. Hier in den USA, hier in Oakland, richtig. Also ich habe die hier geschenkt bekommen. Du musst mir nur erklären, was ist. In jeder dieser kleineren Kapseln sind 100 Milligramm Psilocybin-Pilze. 100 Milligramm? Das ist immer noch eine Mikrodosis? Ja, das ist immer noch eine Mikrodosis. Das sind zusammen 200? 200 insgesamt, weil du ein kräftiger Kerl bist. Also wirst du vielleicht ein bisschen mehr brauchen als die durchschnittliche Mikrodosis. Und in dieser großen Kapsel, die ziemlich braun ist, da ist Löwenmähne drin. Löwenmähne ist ein funktioneller Pilz, der hat keine psychedelische Wirkung, aber er unterstützt die Neuroplastizität deines Gehirns. Also wenn du diese beiden zusammennimmst, ergänzt sich das gut. Und falls du wirklich auf eine Entdeckungsreise gehen wollen würdest mit einem kompletten Trip, dann müsstest du 20 von den Pillen nehmen. Aber weil es eine Mikrodosis ist, wirkt es sehr leicht. Du wirst es nicht groß merken. Vielleicht nur ein kleines bisschen. Also mit diesen zwei Kapseln solltest du dich gut fühlen. Und wie lange muss ich warten, bis es wirkt? Also, du wirst ungefähr eine Stunde warten müssen. Dein Darm braucht einen Moment, um das Psilocybin zu verarbeiten. Aber nach einer Stunde können wir sehen, wie du dich fühlst. Und dann sehen wir weiter. Der Markt für Psychedelika wächst rasant. Schätzungen zufolge könnte der weltweite Umsatz bis 2027 mehr als 10 Milliarden Dollar erreichen. Auch Paul Austin macht mit seinen Coachings ein gutes Geschäft. Ein persönliches 3-Monats-Programm startet bei 7.500 Dollar und selbst ein Online-Kurs kostet 199 Dollar. Aber wie wirkt das? Als ich LSD genommen habe oder Ayahuasca, habe ich gleich einen großen Unterschied gemerkt. Du wirst vielleicht einen kleinen Unterschied merken und dich ein bisschen präsenter fühlen. Vielleicht wird dein Gedankenkarussell ein bisschen runterfahren. Und vielleicht stellst du auch fest, dass du dich ein bisschen offener fühlst und dass dein Tastsinn und dein Geschmackssinn sensibler sind. Also es wird sehr subtil sein, aber schau genau hin. Dann wirst du kleine Unterschiede merken, wie du dich fühlst. Okay. Kann ich es beschleunigen, wenn ich rumlaufe? Vielleicht. Aber die Sauna wird definitiv helfen. Die Sauna? Mit Pilzen in die Sauna? Das klingt nach einem Beschleuniger. Es ist ein Experiment. Das wird gut. Ich liebe Experimente.
Nach 3 Kapseln Psilocybin und einem Saunagang messe ich meine Hirnströme erneut. Jetzt bin ich auch gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt fokussierter, klarer und konzentrierter bin. Echt nicht. Ich bin total gechillt. Ich bin einfach nur total gechillt. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, jetzt mit der Konsole zu spielen. Aber ich meine, wir müssen ja mal gucken, was hier oben so abgeht. Und das, was mich bislang jedes Mal gestresst und auch ein bisschen genervt hat, zaubert mir plötzlich ein leicht entrücktes Grinsen ins Gesicht. Das haut mich aber jetzt selber ein bisschen um. Mein Daumen und ich, wir gehören gerade nicht zusammen. Der macht sein eigenes Ding. Das ist krass. Der macht sein eigenes Ding, mein Daumen. Aber hochkonzentriert. Also ich merke das schon im Kopf. Es ist so, wie gesagt, alles ist ein bisschen heller. Und hier redet auch einer ziemlich laut die ganze Zeit nebenan. Das wird mich, glaube ich, sonst nicht stören. Das finde ich jetzt sehr laut, dieses Telefonat, was dieser Mensch da irgendwie führt. Also die Sinne sind alle ein bisschen geschärft. Und gleichzeitig aber auch so eine kurz vorm Kopfschmerz. Gefühl. Aber konzentriert. Weißt du, was interessant war, Jenke? Das war das erste Mal, dass du den Test gemacht hast und gegrinst hast. Ja, weil ich selber so über mich, über meine zwei Michs erstaunt war. Das eine, das gar keine Lust hat, das zu machen, weil das einfach nur jetzt hier abhängen will. Und das andere, das total flink und leichtfüßig durch die Übung getänzelt ist, relativ schnell. Aber das mag jetzt nur meine Wahrnehmung sein. Es kann sein, dass ich total verlangsamt da jetzt die Knöpfe gedrückt habe. Aber wahrgenommen habe ich mich als blitzschnell, als kleine mexikanische Rennmaus, während hier oben alles chillt. Und das hat mich zum Lächeln gebracht. Egal, was um dich herum passiert, du bleibst entspannt konzentriert auf das, was du jetzt gerade in dem Augenblick erledigen willst. Und wenn das wirklich so ist, wenn sich das bewahrheitet, dann verstehe ich, warum die Leute hier so auf Microdosing abgehen. Und wenn man dabei noch lächelt. Ja. Ich mag's. Wenn ich lächle. Ich auch. Ich mag's auch, wenn ich lächle. Magst du auch, wenn ich lächle? Ich mag überhaupt, wenn ihr alle lächelt. Ich mag auch, wenn du lächelst, Markus. Insgesamt werden es 18 Tage, in denen ich mikrodosiert psychedelische Pilze genommen habe. Welche Auswirkungen hat das auf meine Kreativität und meine kognitive Leistung? Der Arzt Philipp Heiler hat die EEGs aller Messungen analysiert und das Experiment von Anfang an wissenschaftlich begleitet. Als er dann mit den 200 Milligramm regelmäßig angefangen hat, da war er recht fokussiert und auch in den Tests hat er recht gut abgeschnitten. Und das hat sich auch an den Tagen jeweils wiederholt. Und als er dann damit aufgehört hat, hat sich sein Gehirn auch wieder eher zurück an seinen Ausgangszustand bewegt. Also wir können schon davon ausgehen, dass wirklich die Substanz diese Änderung gemacht hat und dann auch aufrechterhalten hat, solange er sie eingenommen hat. Beim sogenannten CPT-Test werden die Aufmerksamkeit und das impulsive Verhalten gemessen. In den 3 Wochen des Microdosings konnte ich meine durchschnittliche Reaktionszeit um rund 13% steigern. Ohne Microdosing habe ich 4 Fehler gemacht, mit Pilzen nur noch einen Fehler pro Messung. Auch bei den anderen Tests habe ich mich mit den Pilzen in den Zeiten verbessert.